Ah, Kapitän, Abenteuer. Ich habe das Schiff jetzt aus den Untiefen wieder rausmanövriert. Wollte ich euch nur Bescheid sagen. Was ist denn das hier für eine Besprechung? Eine Offiziersbesprechung. Das sehe ich wohl. Bin ich kein Offizier oder was? Setzt euch, wenn ihr was zu sagen habt. Gut, ich wollte nur sagen, wir wurden zwar von Haien verfolgt, die haben wir aber mittlerweile klein bekommen. Kein Problem. Verfolgt uns wohl, soweit ich das sehen konnte, nichts mehr. Wir sind jetzt erstmal auf dem Weg in Richtung des Festlandes. Habt ihr ein bestimmtes Ziel? Kurs südwärts, Konchon. Südwärts, werde ich gleich weitertragen. Irgendwas Wichtiges in der Offiziersbesprechung oder kann ich wieder Nein, gehen? sagt, als wir untertauchten, geschah seitdem etwas? Untertauchten. Hi. Wir haben wohl mitbekommen, dass sich mit Magister Kohlrab irgendwie die Sphären überlagert haben oder so etwas. Deswegen konnten wir das Schiff nicht sehen, gegen das wir gestoßen sind oder fast gestoßen sind. Wieder war irgendwie so eine Erscheinung der blutigen See. Naja, und nachdem Kohlrab das hier entfernt hat, konnten wir dann noch die anderen beiden Wracks der zerstörten Tiger erkennen. Seeschlange oder sowas hat die zerdrückt. Den anderen habe ich übrigens oben an Deck. Der wollte, glaube ich, auch mit euch sprechen. Die warten auf dem Hüttendeck, aber die anderen Maraskaner sprechen wohl gerade mit ihrem Kapitän. Und dann tauchten irgendwann die Taratawa auf. Das sind die Tokamuyak mit ihrer Schildkröte. Sagten irgendwas von Kajubu und helfen und tauchten dann unter Wasser. Und dann tauchte die irgendwann auf. Ja, danke, Steuermann. Sagt eine kleine Frage. Wisst ihr, was... Steuermann? Ach, Kaplan. Morenes? Wir unterhalten uns noch. So, eins, oh, was willst du? Wisst ihr etwas über einen Rochenkönig? Ein Rochenkönig? Ja. Es gibt einige, ich weiß nicht, ob das Gerüchte sind, aber. Nun, in der Effort-Schule spricht man wohl von einem Avatar des Kor. Das ist ein Rochen. Tierkönig. Hält davon nicht so besonders viel, aber. Er zuckt einmal mit den Schultern, schaute mal in Richtung von Rafim. Müsste man sich mal in den Tempel angucken. Ja, müsste man mal in der Heimat fragen, die müssen also was wissen. Das Tier des Kors ist doch der Panther. Naja, aber warum sollten wir denn kein Tier im Wasser haben? Bei Vranjari gibt es viele. Und wenn es ein starker Krieger ist, keine Ahnung. Danke, Hasolf. Ihr wart tatsächlich sehr hilfreich. Aber sagt Kapitän, nach dem, was ihr gesehen habt, sollten wir noch einmal Janka anlaufen oder Elberum? Denkt ihr, das würde uns irgendwie weiterbringen? Nun, vermute ich erstmal nicht, nein. Okay, ich gehe wieder. Ey, Morenes, ich bin nicht der Steuermann. Ihr seid der Kaplan, richtig. Ja, letzte Warnung. Ciao. Es klockt wieder und er geht. So. Also, was machen wir jetzt? Wir wissen jetzt, wonach Padegan sucht und wo es ist. Ja, aber mit der Plagenbringer uns anzulegen mit nur einem Schiff, das Ich wird stimme nicht gut enden. zu, wir werden ihn kaum stellen können. Nun, was ist mit diesem Rochenkönig? Avatar des Koa, wusstet ihr von Rafim? Wenn wir in Elberum vorbeikommen, kriegen wir dann vielleicht ein Boot oder sowas, mit dem wir dann uns absetzen können? Wir müssen Orana berichten. Ich bin mir sicher, wir können euch in der Nähe absetzen. Naja, also wenn er wirklich ein Avatar des Co. ist, dann haben wir eigentlich nur zwei Adressen. Alanfa selbst, wir können natürlich auch nach Fasar fahren, wir können den Kunichom fragen. Nun, unter der Annahme, dass wir wahrhaftig die weite Reise sowohl nach Fasar als auch nach Alanfa auf uns nehmen wollten, wäre Kunichom auf dem Weg. Wir sollten zumindest der Form halber im Haus des Kodex vorbeischauen. In der Heimat können wir Bündnisse schließen, uns mit Granden unterhalten und vielleicht kriegen wir Schiffe zur Verfügung. Nun, Davelmir, wo denkt ihr, finden wir am ehesten mehr über diesen Reif der Wellen heraus? Ihr sagt, er braucht ein Gegenstück? Er ist nicht fertig. Ja, ich denke, in den Archiven der Gilde der linken Hand werden wir fündig werden. Selem ist eine gute Adresse, wenn man alte Geheimnisse aufspüren will. Und Selem liegt nicht weit von Alanfa entfernt. Und dann steht es fest, so wie er es mir widerstrebt, Kurs südwärts, schätze ich. Brüder, wir fahren nach Al-Anfa in die Heimat. Oh, das wird schön. Selem gehört selbstverständlich zum Alanfanischen Imperium.
Ich bin mir sicher, der Fürst Protektorin hatte noch ein, zwei Wörtchen mitzureden. Rafim, so gerne ich eure Heimat einmal sehen möchte, aber ihr alle, macht euch klar, dass das, was Yalan herausgefunden hat, zu ignorieren, bedeutet, dass jener, von dem wir sprachen, erweckt werden wird. Es ist unvermeidlich. Er hat alles Wissen, das er braucht. Talwin sagte mir das. Auch wenn wir nur ein Schiff haben, dem den Rücken zu kehren, bedeutet, dass wir uns in Kürze mit einem sehr viel größeren Problem auseinandersetzen müssen. Naja, wenn ihr einen Plan habt, wie wir die Plagenbringer aufhalten, gerne. Wir müssen sie wenigstens warnen. Wart ihr schon einmal in Nersand? Ich weiß nicht, wo das liegt. Irgendwo im Norden. Es liegt in der Nähe von Festung, ganz weit im Norden. Was ist das überhaupt? Ist das eine Stadt? Ist das ein Dorf? Ist das ein Hafen? Nun, es ist eine Stadt in einem Bauernland. Eine berühmte Beherrschungsakademie liegt dort. Wir waren dort, mit der Gezeitenspinne, ihr erinnert euch. Alle Dämonenleichen kehren in unregelmäßigen Abständen zum Strudel von Nersand zurück und tauchen ihn hinab. Niemand weiß, was sie dort unten finden, denn niemand hat die Reise bislang mitgemacht und sonderlich viel herausgefunden. Ich habe einige Freunde in Nersand, wohl auch einige in Festum. Sollten wir dort also in den Hafen einlaufen, werde ich sicherlich einige Kontakte requirieren können. Allerdings, Zulamin, Rafim hat nicht unrecht. Wir alleine können wenig tun. Wir konnten hier gegen die Wurzelkaiserin schon kaum etwas tun. Kennt ihr dort einen Geweihten? Ein Erferdiger? Wir haben gewisse Kontakte zur Erferdkirche. Einen Namen? Nun, zwei Namen sind mir gewiss. Der eine wohl der Mystiker von ihnen. Er sprach von einigen Prophezeiungen in den letzten paar Jahren. Ich meine sogar, dass es eine in die Blätter abgedruckt geschafft hat. Sein Name ist Yesidoro de Sulfur. Und der andere, wie gesagt, etwas pragmatischer, der den Tempel dann anführt, weil es Yesidoro nicht mehr schafft. Danke. Wir sollten sie mindestens warnen, dass die Baggenbringer zu ihnen unterwegs ist. Ganz meine Meinung. Ja, aber wenn die doch immer in diesem Strudel abtauchen, dann doch das, was wir suchen, mit Sicherheit unter Wasser und nicht in Nersand, richtig? Ja, wo liegt dieser Strudel? Direkt vor der Stadt? Im Meer? Oder? Er liegt im Munde des Meeres. Die Erfurtkirche wacht über ihn und er ist verboten. Chalven sprach vom Jahr der Fluten. Was Paligan dort vorhat, könnte der Anfang dieses Jahres der Fluten sein. Die Stadt muss evakuiert werden, wenn dieses Ungeheuer erwacht. Wir sollten zunächst einige Leute vor die Augen offen halten lassen. Was auch immer Paligan vorhat, es wird sicherlich Vorboten geben. Plagenbringer wird nicht einfach vor der Stadt aufziehen und dann, was auch immer sie vorhat, durchziehen. Ich werde auf alle Fälle einen Brief von Koi Valserev schreiben. Das ist der andere seiner Gnaden, der neben Yesidoro vorsteht. Allerdings kümmere ich mich zunächst einmal um eure Kiemen, solltet ihr sie wahrlich loswerden wollen. Die Entfernung wird etwas dauern, aber danach werde ich Koi einen Brief schreiben. Ich erinnere mich noch damals in Valusa. Habe ich euch jemals erzählt, wie wir die Gezeitenspinne eigentlich bezwangen? Oder wie sie von uns bezwungen wurde? Nein. Seht ihr, wir waren eigentlich in der Stadt, um das Horn des Effort zu verwahren. Denn hinter dem war ein paar Lingans Schergen wohl her. Es sah schlecht um die Stadt aus. Trotz des eigentlich kalten Wetters hatte eine große Zahl an Karkonian und Omerian die Hafenmauer durchbrochen und drückten auf den Effort-Tempel zu. Und dann bliesen die Geweihten das Horn. Die unheiligen Mannschafter waren einen Moment lang wie betäubt und die Arche brach auf dem Eis zusammen. Wir konnten uns an sie annähern und sie in Besitz nehmen. Denn nun, was da noch an ihrem Bord war, war leicht zu bezwingen, denn die Arche selbst konnte nicht gegen uns wirken. Vielleicht ist es notwendig, dass wir uns dieses göttlichen Artefaktes bemächtigen.
Er sagt also, es gibt eine Waffe, womit man gegen Archen kämpfen kann. Und es tatsächlich einmal gegen eine Arche funktioniert. Wie kommen wir daran? Mir gefällt eure Wortwahl nicht, Yalan. Bemächtigen? Und wie würdet ihr es nennen? Ich bin mir sicher, mit unseren hervorragenden Kontakten zur Effertkirche wird sich da etwas drehen lassen. Vermutlich werden sie darauf bestehen, eine Gesandtschaft darüber wachen zu lassen, aber wenn wir ihnen die Wichtigkeit unseres Unterfangens vermitteln können, sollte dies alles glatt gehen. Nun, ich denke, wir haben die besten Gründe. Die allerbesten Gründe. Ah, und... Aber mir müssen wir nach Selim fahren? Ihr könnt nicht, ich weiß nicht, erst in der Lanfe recherchieren? Nun, Alanfe hat zwar gute Bibliotheken, aber wenn ihr wirklich altes Wissen haben wollt, dann ist Selim eure erste Wahl. Aber ihr könnt doch sicherlich von Alanfe über Land nach Selim reiten? Nun, es wäre nicht angebracht. Das Schiff geht wenig schneller. Selim ist umgeben von Sumpfen und finsteren Mooren. Aber ihr habt doch Aaswolf sicherlich zugehört. Der Selim-Grund soll verflucht sein. Wollen wir das wirklich? Wir klären das, wenn wir in der Nähe sind. Ich bin mir sicher, es lässt sich vermeiden. Vergesst nicht, wir würden dadurch auch unseren Boron-Geweihten verlieren. Nun, er hat nur gesagt, er wolle nicht mit in die Stadt. Ich bin mir sicher, wir können ihn zwischenzeitlich... Vielleicht sollten wir zuerst nach Alanfa fahren und uns dann überlegen. Ja, ich bin von ganzem Herzen dafür. Wir sollten nicht nach Selim fahren, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Voll und ganz eurer Meinung. Schön, ihr versteht mich. Ihr wirkt nervös. Was ist los, Yalan? Ich habe einen Schlag bekommen. Gebt mir ein wenig Zeit, ja? Kribbelt es noch? Bitte was? Bist noch kribbelt? Nicht mehr, nein. Ich bin mir sicher, es wird mit der Zeit. Das Gefühl wird zurückkehren. Nun gut, ich bin mir sicher, ihr alle könnt ein wenig Ruhe vertragen und wir sollten mit Kottners Hahn reden. Wegtreten. Ich hoffe, wir fahren noch an Elberum vorbei. Okay, selbstverständlich, ciao. Es liegt auf dem Weg. Wir werden euch nicht auf dem Schiff bitten. Kohlrab, unter vier Augen bitte. Nun, der Kapitän hat mich darum gebeten, dass ich die Kiemen entferne, beziehungsweise... Bin mir sicher, der Kapitän wird einen Moment lang noch auskommen. Dann wird das der Kapitän sagen. Nun, Yalan, was wollt ihr? Der Frau eine Fachfrage stellen. Dann stellt eure Frage. Privat. Ist das hier wirklich jetzt noch notwendig? Ja, ist es. Na gut. Wir sehen uns. Dann kommt mit dem Malika Jüte. Und Kapitän Al-Shabra und... Wenn ihr wollt, dass ich diese Kiemen entferne, ich glaube, bei Saphira waren sie auch noch vorhanden, dann kommt in meine Kajüte. Wenn ich jetzt gehe, dann komme ich nicht noch einmal wieder. Natürlich. Ich werde zu euch kommen. Ausgezeichnet. Ich würde mal Selbstbeherrschung erschwert um Eitelkeit würfeln. Kannst du gerne machen. Okay, das ist gelungen. Dann halte ich sie an der Tür noch auf. Das kann warten. Schreibt diesen Brief. Warnt Nersand. Ich bin gern bereit, so lange zurückzustehen, wenn eure Kräfte nicht beides erlauben. Das erlauben sie wahrlich nicht. Verzeiht. Aber ich glaube auch, dass die Eitelkeit von wenigen zurückstehen kann gegenüber dem Jahr der Fluten, wenn es so genannt wird. Sie verbeugt sich angedeutet vor dir und geht dann, Yalan lässt sie einfach stehen in ihre Kajüte. Soll der mitkommen. Ja. Tue ich auch, ist ja nicht weit. Magistra, ihr habt gesprochen von wie nannte ihr das, Temporalzauberei, was habt ihr gesagt, Chrononautis? Ihr sagt, die anderen seien versetzt worden. Die Chronozauber, korrekt. Unter der Annahme, dass man nicht bei einem solchen Ereignis nichts gesehen hat, was bereits passierte, sondern was noch passieren wird. Ist das möglich? Auch das ist möglich. Und wäre so etwas... Eine solche, nennen wir es einfach mal Vision, akkurat. Ich meine, tritt sie immer ein? Interessant, dass ihr das sagt. Die unschärfe These der Neobara ist eine Theorie, die besagt, dass mit zunehmender Genauigkeit eine Prophezeiung die Gegenwart ungenauer wird und andere Zukunft eine Folge haben könnte.
Sie wurde natürlich entwickelt von der berühmten Astrologin Niobare von Antiopal. Es kann wahr werden, aber ihr könntet eventuell versuchen, dies mit dem Wissen, was ihr erlangen habt, zu verhindern. Niemand weiß, was passiert. Und es war, wie gesagt, keine Hellsicht, sondern eine Reise durch die Zeit. Wenn auch kurz. Aber ich habe schon davon gehört, dass auch Magister Abel mir eine solche Reise im Jahr des Feuers unternommen hat. Hab Dank für eure Expertise und wenn es möglich ist, behaltet doch diese Unterredung für euch. Nun, ihr spracht von einer Reise in die Zukunft. Ich weiß nicht in welche. Also gibt es auch nichts, worüber ich berichten würde. Hervorragend. Vielen Dank. Ich werde euch in der nächsten, in dem nächsten Hafen ein Buch von Niobara übergeben. Ihr seid wie immer von unschätzbarem Wert, war gestern. Ich weiß. Deswegen habt ihr mich mitgenommen. Und dann gehe ich aufs Hüttendeck zu Kottners Hahn, wo sich sicherlich der Rest der Mannschaft auch versammelt hat. Ja, wollen die anderen noch irgendwas beratschlagen? Ich würde vor der Tür der Erzmager warten, bis Jalan diesen Raum verlässt und dann. Jalan sieht dich mit einer Mischung aus Entsetzen und Erschrecken an. Captain? Ihr seid ja schon. Ich. Ja? Ja, dann gehe ich weg. Schüttel nur den Kopf. Nun, Erzmager, ich wäre soweit. Um eure Kiemen entfernen zu lassen? Natürlich, was sonst? Was sonst, ja, selbstverständlich. Eure Eitelkeit, etwas zurückstecken zu lassen, wäre natürlich zu viel verlangt. Nun, es schadet meinem Aussehen, natürlich. Natürlich. Und ich kann so nicht in einer Anfall auftreten. Nun, ich habe gesehen, dass die anderen Mannschaftsmitglieder keine solche Kiemen-Auswüchse bekommen haben. Wie wäre es also, wenn ihr selbst in Salander lernt? Nun ja, vielleicht später mal. Ihr habt die These nicht zufällig zur Hand? In meinem Kopf. Schade. Nun ja, darauf kommen wir später zurück. Es ist euch zudem verboten, Wissen der Grauen Gilde anzunehmen. Ach, wisst ihr, über solche Kleinigkeiten sehe ich gerne hinweg. Ja, aber ich nicht. Ihr seid nur der Kapitän, nicht der Bordmagus. Nun gut, fang an. Ja, sie legt ihre Hände auf deinen Hals und beginnt mit einem Salander. Und würde dann nicht nur die Kiemen entfernen, sondern später auch die Flossen zwischen deiner Hand. Damit verfällt eben auch der Nachteil Stigma. Und du bekommst wieder +6/+6 auf Unterwasserkampf. Genau. Okay, ja, was ist mit den anderen? Diamantis ist aus der Offizierskajüte rausgetreten und hat sich aufs Achterdeck begeben, wo er Steuermann Dottore und Hasswolf antrifft. Teuer. Hasswolf, sag mal, die Geschichte, die Torvald immer gerne erzählt mit Filiasson und dieser Wette mit Beorn, der Wettstreit. Ah, guter Mann. Er nickt. Er hat direkt ein großes, breites Grinsen auf seinem Gesicht. Aslai Fogwolf, Filiasson. Das ist eine Geschichte. Nimm dir die Zigarre, die dauert länger. Ah. Oder willst du was Besonderes wissen? Eigentlich wollte ich ja was Besonderes wissen und wollte jetzt nicht warten, bis du zu dem Teil kommst. 12 Abenteuer, die waren echt lang. Da sitzen wir wahrscheinlich noch 2 Jahre hier, wenn ich dir das erzähle. War Filiasson hier? Also wirklich hier in der Nähe? Hier? Ich habe seine Tagebücher jetzt nicht gelesen, sondern nur die Lieder, die Ohm Volker geschrieben hat. Aber er ist von Mendena aus in Richtung von, ich glaube, Gipflack gefahren. Also, naja, Golf von Perikum war er nicht wirklich, aber im Perlenmeer auf alle Fälle, ja. Im Perlenmeer, also. Er hat keine Insel hier besucht, die besonders aus den... Meinst du die Effertsdrehen? Ich glaube wohl eher nicht die Effertsdrehen. Eldarash, Gebram, Olram? Ich weiß nicht mal, wie die Inseln hier heißen, aber soll wohl Chalvins Insel gewesen sein. Also, Filiasson war damals auf Haijagd unterwegs, das war kurz vor den namenlosen Tagen. Aber auf Maraskan haben sie dann die 5 Tage verbracht.
glaube, ich werde verrückt. Im Golf waren sie nicht. Ob in Kutjam sind sie dann wieder an Land gegangen. Nicht im Golf von Pericom. Eigenartig. Sehr eigenartig. Wer bin ich, um Träume deuten zu können? Naja, danke, Haswolf. Und irgendwann komme ich mal auf die ganze Geschichte zurück. Ist das dein Scheiß Ernst? Jetzt setz dich hin, Mann. Also, es begann alles in Torval. Zu den Nesindetagen. Es war kalt in Torval, es war Winter und man hatte sich zu einem Met gemeinsam in die großen Langhäuser gesetzt. Ein jeder war irgendwie angespannt. Ja, und dann beginnt er mit einer unglaublich langen Geschichte, die er aber richtig gut erzählt. Er würfelt mal auf Sagen und Legenden. Schöne Sache. Doppel 1. Oh, okay. Bis ihr wieder irgendwann, wo wollt ihr an Land gehen? Kunjo? Wir hatten der Hexe zugesagt, wir würden sie in der Nähe, wo auch immer wir sind, an Land setzen. Ja, du wirst die nächste Zeit, wahrscheinlich bis kurz vor Elberum, wirst du an den Lippen von Haswolf kleben und zuhören. Ich weiß nicht genau, er hat ein Doppel 1 gewürfelt, er wird wahrscheinlich genau bis Mendena kommen. Komm, er war dabei. Ja, also er wird bis Mendena kommen und wird dir noch erzählen vom alten Ysilia, als es noch Ysilia war und noch nicht Olgormak. Wie sie dann auf den Spuren von dem Wolf waren und irgendwas von Elfenvampiren, sagt er wohl, es gibt keine Vampire, das weiß jeder. Naja, zumindest ist die Geschichte unglaublich spannend. Wenn sich das über mehrere Abende erstreckt und Sulamin mitkriegt, dass der so unglaublich gut erzählen kann, dann würde sie sich da dazu gesellen. Mehrere Stunden, ja. Also ihr seid jetzt bis Elberum wird es wieder 17 Stunden dauern und das sind mehrere Schichten, ja. Da könnt ihr euch auf alle Fälle dazusetzen. Ich höre mir das anfangs noch recht entnervt an, bis mich dann der Geschichtsstil, Erzählstil von Haswolf mitreißt und ich tatsächlich Gefallen finde an der Geschichte, die er mir da erzählt. Du musst dir vorstellen, überall war Nebel. Du konntest nicht eine Handbreit sehen. Und dann war diese Schiffsglocke da. Du hast sie gehört. Irgendwo vor dir. Und plötzlich waren da diese Rufe, ja? Aber überall war Nebel. Weißt du, Mann, als wäre ich dabei gewesen. Und? Ja, derweil Abelmir bekommt seine normale Gestalt wieder zurück. Zulamin kann sich dann dazugesellen. Haswolf stört sich auch nicht an den Kiemen, das scheint ihn überhaupt nicht zu interessieren. Die anderen, Yala möchte sich noch mit Mujiajian und Kotnasan unterhalten. Vielleicht, ich hoffe, der Rest käme mit, aber ja. Ja, also ihr fahrt auf alle Fälle in die Richtung. Haswolf macht eine kurze Unterbrechung, weil er dann irgendwann Tee trinken muss. Und mittlerweile sind so vielleicht 4 Stunden vergangen. Du hast dich noch ein bisschen auf dem Deck umgesehen. Natürlich deine Pflichten als 1O. Hast noch irgendwelche Seile überprüft, irgendwelche Halbmatrosen zusammengeschissen. Und dann, als Haswolf dann absetzt, damit er endlich mal einen frischen Tee oder sowas sich holt, da können dann auch Diamantis, Sulamin und die anderen herantreten, als du dann an Kotnashan herantrittst. Ja, ihr habt euch eure Pause wirklich redlich verdient, Haswolf. Ihr könnt im alten Parkizal nur eben Yali Konkurrenz machen. Naja, aber ich bin ja erst bis Riva gekommen, ne? Also da fängt das ja erst an mit den beiden Doktoren und mit den Nivesen und den Renen und Karenen und der gelben Sichel. Da waren überall Goblins. Ich hol mir mal kurz einen Tee. Nicht weglaufen. Echt zu lange. Bis nach Mendena wollen wir heute noch kommen. Naja, also in dieser Schicht schaffen wir vielleicht noch bis Norburg. Norburg, Das muss ich euch erzählen. Ah, da war die Pest. Egal. Geht erstmal woanders hin, ich komme gleich wieder. Ja, derweil auf dem Hüttendeck. Ja, Greifenbund, warum habt ihr jetzt gebrüllt? Was wollt ihr? Nach euch habe ich nicht gerufen, Raphim. Oh. Okay. Jedenfalls. Also, ihr habt gerufen? Ich habe nicht gerufen! Mir sicher, ihr habt gebrüllt oder habt ihr wieder einen von den Jungen so zusammengeschissen, dass das ganze Schiff denkt? Und jetzt, wo ihr hier seid, könnt ihr auch jedenfalls auch alle unsere Gäste willkommen heißen. Bruder, Schwester, Fremdigi. Ja, Schwester. Ich kann mir schon vorstellen, dass ihr keine Lust daran habt, uns zu der wunderschönen Insel Malraskhan durch den Sturm zu bringen mit eurem Schiff. Aber Kuntium wäre eine ganz gute Gelegenheit, uns abzusetzen. Ich brauche eine neue Tiger von Malraskhan. Ich wollte tatsächlich fragen, was ihr jetzt zu tun gedenkt. Kuntium ist ohne Probleme machbar. Also eigentlich werde ich mich wahrscheinlich nach Sinode absetzen. Da habe ich meinen Hafen, aber das ist geheim. Den habe ich noch niemandem gezeigt.
Außer vielleicht einem anderen Torwader. Er murmelt so ein bisschen Filiasson. Spuckt das so ein bisschen aus. Und Zulamin und Diamantes bekommen leuchtende Augen. Ich denke einen Moment lang drüber nach, ob er wirklich eines Tages Filiasson getroffen hat oder ob der Klatsch nur gerade jetzt schon seine Auswüchse traf aus der Geschichte, die er gerade gehört hat. Er bringt mich einfach nach Kunchum. Ich werde mich da mit einigen Leuten in dem Dama-Ostani-Viertel dann absprechen und von dort aus geht's dann weiter. Und wenn ihr eure Kräfte gesammelt habt, werden die Wurzelkaiserin weiterjagen? Ah ja, das werden wir tun. Dafür bin ich da. Solange bis mich tatsächlich Ruhe zu Gros schickt und den Kreis weiter abschreitet. Bis Zamir ein neues Leben schenkt. Immer wieder gegen die Hafayas. Dann solltet ihr nächstes Mal besser vorbereitet sein. Ich meine, ihr wurdet von dem Schiff, das ihr eigentlich gejagt habt, überrumpelt. Tja, und ihr seid neben uns aufgewacht. Was willst du jetzt damit sagen, Junge? Ich denke, er möchte sagen, dass das Leben ein Diskus ist. Das würde ich hoffen. Wie hoch ist das Kopfgeld auf dich, hä? Was wohl? Auf meinen Kopf stehen 700 Dukaten. Dann muss ich wahrhaftig meinen Hut vor euch ziehen, bei mir sind es nur 600. Ja. Und ihr? Habt ihr überhaupt einen Steckbrief? Auf meinem Kopf ist kein Geld ausgelegt. Es gibt wenige, die mich tot sehen wollen. Außer seiner Ex-Frau. Dann solltest du auch aufhören, mit mir zu diskutieren, Junge. Solange du keinen Steckbrief hast, wo mindestens 100 Dukaten draufstehen, müssen wir uns gar nicht weiter unterhalten. Gut, ich arbeite dran. Wir sprechen uns nochmal. Wir sprechen uns noch. Ihr seid jedenfalls unsere wertgeschätzten Gäste. Bis wir in Kunchum anlaufen, sollten wir uns jemals in denselben Gefilden aufhalten, könnt ihr auf uns zählen. Ja, fragt dann einfach in Sinoda, falls ihr irgendwann mal nach Maraskan kommt, nach mir. Die werden euch da weiterhelfen können. Verlasst euch drauf. Nun, wenn ihr mich entschuldigt, das Vogel hängt schon wieder schief. Hey, ihr da vorne! Ihr da! Nicht töten! Ja, seht ihr, wenn der immer so brüllt, da denkt man doch, hier ist Notstand oder Feuer ausgebrochen. Ja, wirklich. Er ist tatsächlich ein wenig dramatisch. Die Halbmatrosen können aber einen richtig auf die Palme bringen. Irgendwer sollte sich endlich ihnen annehmen. Ich bin nicht sicher, ob Jalans Lehrmethode die beste ist. Ich werde mir das mal ansehen. Und Udamin geht darüber, um herauszufinden, was eigentlich schiefgegangen ist. Auf dem Weg darüber würde Saphira dich nochmal kurz anhalten. Udamin! Saphira? Du möchtest wirklich die Kiem loswerden? Ja? Ich glaube, das ist das Beste, was mir je passiert ist. Da unterm Wasser zu schweben, zu schwimmen? Ich habe noch nicht recht darüber nachgedacht, Liebes, aber es wird mir gerade klar, für euch ist das eine unglaubliche Chance, nicht wahr? Jetzt könnt ihr eurer Chalvern endlich angemessen dienen, weil ihr auch hinuntertauchen könnt und nicht die ganze Zeit am Strand sitzen müsst und darauf warten, was passiert. Ja, aber natürlich. Aber auch du, warum hat dir das nicht gefallen? Möchtest du nicht mal wieder ins Meer springen und diese ganzen Wunder sehen können? Es war eine bereichernde Erfahrung. Das will ich nicht bestreiten. Aber diese Kiemen doch irgendwie etwas unansehnlich? Was ist es? Du hast Angst, dass man dich mit anderen Augen sieht?